Am 8.10. kämpft Islam Dolatov gegen seine Gegner Wandeltorn Antunes. Gestern kam ein Video raus, wo Islam Dolatov über seine Gegner spricht. Der Gegner hat 14 Knockouts, doch hat das unbedingt was zu bedeuten? Lass uns mal zusammen anschauen, was Islam Dolatov zu sagen hat und analysieren wir mal zusammen den Gegner, wie Islam Dolatov meiner Meinung nach gegen ihn gewinnen kann. Also bleib bis zum Ende dran, es wird sehr, sehr interessant. Let's go. Okay, aber wir können hier vielleicht deinen Gegner mal ansprechen. Viele wissen wahrscheinlich nicht, gegen wen du kämpfst. Mein Gegner heißt Wandeltorn Antunes, Brasilianer. Champion bei LFA, ist gerade eine sehr große nominierte Organisation. In welchem Kontinent? LFA ist so für die meisten Kämpfer in Amerika auch ein Sprungbrett in die UFC. Ja, ja. So, das ist das, was okay. Er sagen wollte. Er hat den starken Brasilianer jetzt als Gegner. Islam hat einen klaren Größenvorteil, aber der Typ hat letzten Kampf gezeigt, was er kann. Ne? Also der ist auch scharf, der Mann. Hm. Der hat einen starken Gegner besiegt. Der Islam hat davor auch einen starken Gegner besiegt, deswegen ist das ein geiles Matchup. 16 Siege, 6 Niederlagen, 14 K.O.s. Also Freunde, der Gegner hat 16 Siege, 6 Niederlagen. Aber gucken wir uns mal die 6 Niederlagen an. Wie hat er verloren? So, was mir direkt aufgefallen ist in seiner Statistik, sind seine Submission-Niederlagen, Freunde. Ja? Also er hat 6 Mal verloren und seine ersten 2 Losses hat er einfach durch Submission verloren. Einmal durch Submission Armbar und einmal durch Rear Naked Choke. Dann hat er 4 Mal hintereinander gewonnen und hat einfach alle Knockout geschlagen. Die nächste Niederlage in seinem Record ist gegen Rodivan Lusta Silva. Und man muss ehrlich auch sagen, seine Gegner waren nicht die besten. Aber da hat er wieder durch eine Submission verloren via Rear Naked Choke. Dann hat er seine nächsten Gegner wieder alle zusammengeschlagen, alle K.O. geschlagen. Dann hat er wieder verloren gegen Luis Felipe Diaz durch Technical Submission Anaconda Choke. So, was ich mir in dem Moment direkt gedacht habe, ist, okay, der Bro hat ein bisschen Probleme mit Grappling, ja. Islam Dolatov ist zum Beispiel so ein Typ, er kämpft immer sehr gerne im Stand, geht eigentlich so gut wie nie zum Takedown und hat eine Top-Takedown-Defense, will eigentlich Leute einfach nur die Fressen einschlagen, ja. Aber ich habe mir jetzt mal ein paar Fights von den Kollegen angeguckt und der Kollege ist auch einer, der sehr gerne im Stand bleibt und der auch Kraft in seine Fäusten hat. Meiner Meinung nach könnte Islam Dolatov vielleicht ihn einfach runterholen und einfach submitten. Aber so wie ich Islam Dolatov kämpfe, wird er das nicht machen, weil in diesem Kampf will er sich beweisen. Er will zeigen, dass er unterhalten kämpft und er hat bestimmt keinen Bock auf einen langweiligen Fight am Boden. Aus dem Grund kann ich mir vorstellen, dass der Kampf auf jeden Fall im Stand bleiben wird. So, hier gehen wir mal zu ein paar interessanten Stellen. Das ist der Gegner. Rechts hat auf jeden Fall super Striking. Also er schlägt die Leute zusammen. Das muss man wirklich sagen. Guckt euch mal die Fights von den Kollegen an. Hier zum Beispiel war der Kampf auch ganze Zeit nur im Stand. Und da geht der Gegner zum Takedown. Ja. Aber der Bro hat eigentlich auch einen guten Takedown-Defense. Muss man den lassen. Versucht der Gegner hier K.O. zu schlagen. Und hier sehen wir auch eine Aktion. Boom. Diese Szenen haben mir auf jeden Fall gezeigt, dass der Bro auf jeden Fall auch Grappling und Wrestling kann. Ich weiß jetzt nicht, warum der 4 Mal hintereinander durch Submission verloren hat. Ja. Weil wenn ein krasser Grappler kommt, wird es wahrscheinlich hier und da ein bisschen problematisch für ihn. Guck mal, was jeden Kämpfer hier bei Contender Series am härtesten so, oder sag mal besser gesagt am gefährlichsten macht, ist, dass jeder gleich kommt. Jeder hat nichts zu verlieren, weißt du? Er denkt sich, entweder hole ich den Titel oder hole ich dir den Vertrag oder ich verliere. So, du hast sowieso noch 2 Optionen. Entweder du holst dir den Vertrag oder du verlierst. Weißt du so? Das heißt, alle kämpfen im Leben tot. Kam schon mal vor, dass jemand, der verloren hat, trotzdem Vertrag bekommen hat? Ich meine, das kam vor, ja, aber nicht direkt vor Ort, sondern 1-2 Wochen später. Was du ja auch schon gestern meinst, ist man eventuell auch als Shotgun genau, dann später. Genau, richtig. Sogar wenn du verlierst, kannst du dann einfach als Shotgun zahlen. Kamen schon viele. Guck mal, ja, es gibt einen Kämpfer, der hat verloren. Mhm. Der hat das Brian Ortega besiegt. Der Typ hat verloren bei der Contender Series. Diego Lopez. Nach Punkten, meine ich sogar. Dann wurde er später plötzlich gerufen vor Short Notice und ist mittlerweile der Top 3. Er hat da 100% recht. Diego Lopez zum Beispiel, so einer, der hat sich brutal bewiesen, Leute. Der Typ ist einfach ein super, super Fighter. Er hat gegen Ave Loew verloren, aber der hätte ihm fast eine Niebar gegeben. So, ich kann mich schon super gut erinnern. Und jetzt hat der Brian Ortega geschlagen. Da hat Islam Dolatov auf jeden Fall recht. Er hat auch recht damit, dass die Jungs nichts zu verlieren haben. Aber was mir auffällt bei Islam Dolatov ist, er hat Top-Sponsorings. Seine Familie steht hinter ihm. Er trainiert jetzt gerade in Amerika bei ATT. So, alles sieht gut aus für den Bro. Ja, er hat alles hinter sich und ich denke auf jeden Fall, der wird den Gegner besiegen, so, ob er ihn submittet, ob er ihn K.O. schlägt, ich denke, Islam Dolatov wird auf jeden Fall gewinnen, aber natürlich, wenn es im Stand problematisch sein sollte, ja, das kann ja passieren, wir wissen nicht, kann ja sein, dass der Kollege uns überrascht, dann hat er auf jeden Fall einen Plan B, was Submissions betrifft, ja, meiner Meinung nach. Natürlich habe ich mir jetzt nur die Statistik angeguckt, kann man jetzt auch nicht 100% was rausholen, aber ich bin einfach hier pur nach Indizien gegangen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, in einigen Tagen findet der Kampf statt, am 8.10. Jahr, ich wünsche Islam Dolatov das Beste, schreib mal deine Meinung in die Kommentare, was glaubst du, wird er seinen Vertrag bei UFC bekommen? Ich bin sehr, sehr gespannt. Abonnieren und liken nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Fight Hunters.